an euch alle. Heute machen wir mal ein bisschen weiter mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Haben wir schon lange nicht mehr weitergemacht. Boah, ich glaube, ungelogen, wann habe ich das letzte Mal Breath of the Wild gespielt? Für 2 oder sogar 3 Wochen. Natürlich super ungünstig, weil ich jetzt schon wieder voll raus bin. Aber ja, wir versuchen mal wieder ein bisschen reinzukommen und auf jeden Fall mal ein bisschen weiterzuspielen, weil das Spiel ja auch echt Spaß macht und echt, ja, ganz cool ist. Man hört schon den Switch-Sound, aber ich sehe noch kein Switch-Bild. Das haben wir gleich. Oh. Schwuppdiwupp. Dippidim, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. So. Ich weiß noch ungefähr, wo wir stehen geblieben sind, was wir vorhatten. Wir wollten zum, oder wir waren immer noch auf dem Weg zum nächsten Titan. Stall von Ost-Akala. Ja, genau. Und wir sind auch so scheiße stehen geblieben bei dem Kochen, ne? Wir sind ein bisschen beim Kochen verzweifelt, weil ja irgendwie das manchmal geklappt hat und manchmal nicht. Weiß ich mir so genau, warum oder woran das lag. Aber mir ist dann im Nachhinein, als ich mir darüber nochmal hier Gedanken gemacht habe, ist mir nochmal eingefallen, man kann doch die Rezepte nachlesen oder nicht, die man schon mal angefertigt hat. Ging das nicht? Oder erzähle ich Blödsinn? Ich dachte, man könnte sich Rezepte noch mal anschauen. War das nicht so? Weil wir haben richtig viele Gerichte verkackt. Hier, seht ihr? Ja, genau. Und ich weiß nicht genau warum. Ja. Ja, wir haben jetzt was gegen Feuer, wir haben was dagegen. Wir haben was hier gegen Donner, gegen Kälte plus Herzen, Ausdauer plus Herzen, nur Herzen, Geschwindigkeit. Okay, es ist eine Frucht, die an Palmen wächst. Sie hat keine besondere Wirkung, aber füllt als Kochzutat Herzen auf. Kann man nicht einfach mal eine Palmfrucht, saftige Frucht, steht kühlen, vielleicht als Kochzutat die Fähigkeit der Wüstenhitze zu trocknen. Entweder. Das ist auch schon wieder verkackt, ne? Nö, das ist richtig. Kühlungskochobst. Ja. Wir kümmern uns erst später mal wieder ums Kochen. Da habe ich jetzt absolut keinen Bock drauf. Ansonsten muss ich das nächste Mal irgendwie googeln, schauen, mir ein paar Rezepte mal aufschreiben, damit ich genau weiß, was wir als nächstes mal machen können, weil so ist das einfach Schrott, ne? Guten Tag, ich bin Holm. Ich laufe hier Patrouille. Hier ist es richtig gefährlich geworden, ja, stimmt, ja. Oh ja, es gibt da eine verdächtige Gestalt namens Kilton. Er zieht nachts seinen Karren durch die Gegend, von dem aus er seinen sogenannten Monsterladen betreibt. Sein unheimliches Aussehen macht die Leute ziemlich nervös. Kennst du diesen Kilton? Nö, oder? Kennen wir den? Auf jeden Fall fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aha. Jedenfalls, wenn du eine verdächtige Gestalt siehst, sag mir bitte genau, wie sie aussieht. Erstatte mir Bericht, falls du Kilton triffst. Okay. Genau, wir wollten noch nach hier oben zu dem Schrein und dann wollten wir zurückgehen und dann irgendwie langsam mal in Richtung dieses Gebiet hier, weil hier der nächste Titan wartet. So, hatten wir. Ach, wir können auch unser Pferd hier rufen, ne? Willkommen im Sammelstall. Ich möchte nur ein Pferd abholen, bitte. Jawohl. Welches Pferd möchtest du abholen? Ich würde gerne Plätze abholen. Zuneigung maximal. Ja, nice. Pferd mitnehmen. Lass sie jetzt Plätze zu uns bringen. Alles klar. Vielen Dank auch.
Viel Ausdauer und könnt daher sehr lange galoppieren. Aber reite also am besten nur dann mit Höchstgeschwindigkeit, wenn du Plätze, bla bla bla. Okay, jetzt haben wir Plätze immerhin mal wieder. Ich weiß, vermutlich nur für die nächsten ein, zwei Minuten. Moinsen, warst noch im Game? Ich habe schon gesehen, dich hat jetzt voll der Dead by Daylight, die Dead by Daylight-Sucht kickt bei dir rein, was? Schwabbel bei Dead Don't Die Challenge zu sehen und sein Game auf die gleiche Lautstärke machen wie das eigene DVD-Game ist gut, sensibilisiert. Ja, ich glaube nicht, dass das so gut ist. Hallo, Herr Wildschwein. Wenn du uns nichts tust, tun wir dir auch nicht. Aber ich mag das eigentlich nicht so gerne, rumzureiten, weil zu Fuß kann man sich besser mal ein bisschen links und rechts in den Gebüschen umsehen. Haben wir noch eine... Warum ist hier böse Musik? Warum ist hier böse Musik? Haben wir noch eine Holzfäller-Axt zufällig irgendwo? Nein. Wir haben auch keine Axt mehr. Wie viele Bündel Holz haben wir denn mittlerweile? 27, drei brauchen wir noch, okay. Okay, wir reiten jetzt den Weg einfach weiter lang und schauen uns dann so vom Augen her links und rechts mal um. Huch, was ist denn da oben? Man muss ihn trotzdem weiter tätscheln, obwohl die... Hä? Oh! Oh oh! Scheiß auf den Wächter. Lass uns in Ruhe. Alter, was für eine Range hat der denn? Hör auf damit! Verarschen? Okay. LUL! Hä? LOL! Plötzlich backt in dieser Fackel. Ich kann jetzt nicht mehr aufsteigen. Und ich kam gerade nicht mehr weg. LOL, ernsthaft? Oh oh. Oh oh. Warum? Warum? Das Schild. Nee, das Schild ist in Ordnung. Nice. Hey, warum? Nein, 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 warum? Warum kommt der Blitz? Warum? Warum? Wir haben nichts ausgerüstet, was den Blitz triggert. Das Schild ist okay. Ah, der Bogen. Alter. Oh, uff. Das ist, wie scheiße das einfach nur ist, ey. Okay. Das geht mir auch hart auf den Sack. Ja, nice, ne? Moinsen, Solly! Willkommen im Stream, schön, dass du da bist. Aber jetzt erstmal die neuen Trackmania-Strecken ausprobieren, sonst kann ich gar nicht auf deinen Stream achten. Ja, mach mal. Hey, okay. Plötze hat sich in die Fackel gebackt und ja, das, wir können nicht mehr aufsteigen. Und bewegen konnten wir uns gerade, als wir auf ihm drauf saßen, auch nicht, ne? Ja, moin. So, mal gucken wir mal, was wir denn hier Schönes haben. Für tun und hat. Hey du, was machst du hier? Okay. Lange nicht mehr gesehen. Ja, wir haben lange kein Zelda, oder ich habe lange kein Zelda mehr gestreamt. Ja, gestreamt haben wir ja die letzten Tage oft. Aber halt kein Zelda. Aber da waren wir ja schon. Gestreamt haben wir ja. Robelo, was ist mit dir? Du, bist du etwa Link? Ja. Ruf, wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, das ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Müssen wir dir jetzt den Schickerstein geben oder was? Vielleicht könntest du mir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Really? Wir sollen uns jetzt vor dir ausziehen? Vor ihr hier, vor ihr würde ich mich ausziehen, aber nicht vor dir. Was sagst du dazu? Wenn du Robelo kennst, musst du ihm
das irgendwie beweisen. Oh Gott. Na schön. Wenn ihr unbedingt wollt. Genau. Dein Körper trägt unzählige Narben, ich erinnere mich. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit den Verletzungen überein, welche die Verheerung dir zugefügt hat. Gut, du bist wohl wirklich der echte Link. Dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung und Direktor des Akala-Instituts. Dr. Robelo! Aha. Ich mach mal den Switch-Sound ein bisschen lauter. So vielleicht. Ich bin beeindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenen Ort geschafft hast. Hast du die alte Pura schon besucht und sie um Hilfe gebeten? Ja. Aha, Pura hat ein Kind? Pura wurde verjüngt. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Wirklich? Im Ernst? Das sieht ihr wieder mal ähnlich. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment. Die hatte schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Aber zurück zum Thema. Ist dir bewusst, dass die Verheerung gerade neu erstarkt? Ja, wissen wir. Dann brauche ich dir also nicht allen Einzelheiten zu erzählen, was hier passiert ist, oder? Doch, erzähl mal. Gut. Die Schicke-Forscher hatten nur ein Ziel. Wir wollten Ganon, den immer wiederkehrenden Verheerungen, ein für alle Mal vom Antlitz unserer Welt tilgen. Außerdem mussten wir Zelda retten, die beim diesmaligen Ausbruch der Verheerung gefangen worden war. Nun, da unsere Forschung abgeschlossen ist, sind wir zu alt, um die Verheerung zu bekämpfen. Aber das Schicksal war uns hold. Du, Link, bist zu unseren Lebzeiten erwacht. Die Zeit ist gekommen. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst mit uns Chica zusammenarbeiten. Zerstöre die Verheerung! Okay, legen wir los. Oh ja, ganz genau. Lass uns zusammenarbeiten und der Verheerung gar noch ein Ende setzen. Ja, Entschuldigung, die lange Vorrede. Eigentlich möchte ich dich nur mit antiker Ausrüstung versorgen. Oh! Aber einen kleinen Moment noch. Sherry, beziehungsweise der Chica-Ofen, stellt antike Ausrüstung her, aber leider ist sie angeschlagen. Ha, ich muss wieder die blaue Flamme vom Flammenborn holen. Okay. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Ist nun natürlich gerade leider schlecht, weil es regnet. Robelo, mein Leben, zur ersten Seite. 100 Jahre ist es nun her. Prinzessin Zelda war gerade von der Verheerung Ganon verschluckt worden. Zusammen mit Fräulein Pura hatte ich Link im Schrein des Lebens zur Ruhe gelegt. Pura und ich ließen Impa allein in Kakariko zurück. Wenn wir alle drei dort geblieben wären, hätte die Gefahr bestanden, dass Ganon uns alle auf einen Schlag auslöscht. Dann hätte niemand mehr Zeldas Worte an Link weitergeben können, wenn dieser eines Tages erwachte. Es war eine Fügung des Schicksals, dass wir in Nekluda und in Akala Vorkommen antiker Energie entdeckten. An diesen Orten könnten wir auch außerhalb von Schloss Hyrule weiter erforschen, wie man Ganon versiegeln kann. Ein Schere-Stein-Papier-Spiel mit Fräulein Pura entschied, dass ich mich in Akala niederlassen würde. Hallo! Willkommen im Stream. Danke für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich war bereit, nach Akala zu ziehen, doch zuerst brachte ich Fräulein Pura zur antiken Energiequelle in Nekluda. Sie hatte herumgequengelt, dass ich sie doch nicht ganz allein durch Halb Hyrule reisen lassen könnte. Schön klug, wenn nur dieser kindische Trotz nicht wäre. Ich würde sie ohne zu zögern zur perfekten Frau erklären. Doch kehren wir von diesen persönlichen Betrachtungen zum großen Ganzen zurück. Wir luden also ihren Leitstein, den wir in Schloss Hyrule genutzt hatten, auf den Wagen. Vereinbarten mit Impa ein Wiedersehen und sagten Kakariko fürs erste Adieu. Wir überquerten die Narisha-Höhen in südlicher Richtung und setzten über den Kila-See. Nachdem wir die Bacanera-Ebene hinter uns gelassen hatten, erblickten wir sie, die Hateno-Festung. Dort war Link im Kampf gegen eine Armee von Wächtern gefallen. König Roam hatte von seinen Schwertkünsten erfahren und ihn zu Prinzessin Zeldas Leibwächter ernannt. Doch im Angesicht einer solchen Anzahl von Wächtern konnte auch dieser sagenhafte Kämpfer nichts ausrichten. Verzeih mir, Link. Als größter Experte auf dem Gebiet der Wächterforschung hätte ich all dies vielleicht verhindern können, wenn ich ihm nur eine geeignete Waffe zur Bekämpfung der Wächter zur Verfügung hätte stellen können. Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, während wir vor den unzähligen zerstörten Wächtern standen. Während ich auf diese Weise von meinen Gefühlen übermannt wurde, verlor ich Fräulein Pura aus den Augen. Doch von hier aus war der restliche Weg nach Hateno vergleichsweise sicher. Die ganze Region war von der großen Verheerung überwiegend verschont geblieben.
So beschloss ich, Fräulein Fuhrer allein weiterziehen zu lassen. Ein Abschied ohne Worte. Ich wiederum lenkte meine Schritte zurück nach Kakariko. Gut geht's dir, das höre ich doch gerne. Bei mir ist auch alles gut soweit, danke. Philo, hallo. Wir müssen noch ein bisschen weiterlesen, Philo. Nachdem ich mich... Weil wir haben ja... Es regnet ja eh gerade. Ne? Wir müssen eh warten, bis es aufhört zu regnen. Und dann müssen wir die blaue Flamme wieder hier hinkriegen. Also wir haben eh jetzt ein bisschen Zeit. Nachdem ich mich so von Fräulein Pura getrennt hatte, war es Zeit für mich, gen Akala zu ziehen. Nachdem ich in Kakariko den verbleibenden Leitstein auf den Wagen geladen hatte, brach ich auf. Ich ließ Dees und den Dreyfahrt hinter mir und überquerte schließlich die Brücke von Akala. In diesem Meer aus roten Blättern überwand ich den Alpa-Pass und zog im Eldra-Kessel nach Norden. Akala ist bekannt dafür, dass es dort so gut wie gar nichts gibt, und in diesem Fall war ich froh darum. Ein paar vereinzelte Wächter griffen mich unterwegs an, aber als Profi konnte ich sie im Handumdrehen deaktivieren. Schließlich erreichte ich den Leuchtturm von Akala, wo ich den Leitstein ablud. Um die Bewegungen der Monster im Auge zu behalten, gab es keinen geeigneteren Ort als einen Leuchtturm. Ich beschloss, mich hier einzurichten. Hi, kannst du mir helfen? Danke für das Angebot, aber ich spiele jetzt das erste Mal und auch ich... Für mich, also ich möchte das natürlich ohne Spoiler und Bedseat Gaming, ja. Ich möchte das Spiel für mich spielen, danke. Aber wenn ich mal wirklich Hilfe brauche, frage ich dich gerne. Dann darfst du mir auch gerne helfen, aber so von dir aus erstmal bitte keine Tipps, keine Hilfen, gar nichts schreiben. So. So setzte ich also endlich in süßer Einsamkeit meine Forschung fort. Für den Tag, an dem Link erwachen würde, wollte ich alles über antike Ausrüstung wissen, was es zu wissen gab. Vom Welke-Plateau die blaue Flamme holen, Materialien einschmelzen, antike Ausrüstung schmieden. Ich schuftete von morgens bis abends und ein Tag glich dem nächsten, ohne dass ich große Fortschritte machte. Da kam ich auf eine Idee. Ich würde die Verarbeitungsprozesse der Materialien automatisieren. Sofort machte ich mich daran, den Leitstein umzubauen. Wenn man antike Materialien hineingäbe, würde er diese automatisch verarbeiten. Ich taufte diese Maschine auf den Namen meiner ersten Liebe, Cherry. Man würde Cherry antike Materialien überreichen und dafür antike Ausrüstung bekommen. Eine geniale Idee. Nach einigen Jahren harter Arbeit war aus dem Leitstein mein Cherry geworden. Doch auch nach diesem Triumph konnte ich schlecht meine Hände in den Schoß legen. Sie konnte nun Materialien verarbeiten, aber noch nicht direkt antike Ausrüstung daraus herstellen. Und wo ich schon einmal dabei war, wäre es nicht schön, wenn Cherry sprechen könnte? Vielleicht war es der Wahnsinn der Abgeschiedenheit, der mich auf diese seltsame Idee brachte. Die automatische Fertigung von antiker Ausrüstung stellt sich als ein so gut wie unlösbares Problem heraus. Ich verlor ganze Jahrzehnte mit der Arbeit an diesem Projekt. Meine Fehler sind zu zahlreich, um sie zu benennen. So musste ich die Verbesserung von Cherry vorerst aufgeben. Eines Tages, ich war schon über 90 Jahre alt, stand eine junge Frau vor meiner Tür. Ihr Name war Jaren. Nachdem sie bei Fräulein Pura in die Lehre gegangen war, hatte Impa sie zu mir geschickt. Sie stellte sich als überaus fähige Assistentin heraus. Sie brachte zuverlässig die blaue Flamme vom Welke-Plateau hierher, überarbeitete Cherrys Baupläne. Okay, blaue Pläne vom Welke-Plateau, das sollten wir uns merken. Allein, dass sie ohne Begleitung von Kakariko nach Akala gekommen war, bezeugt schon ihre Fertigkeiten. Wir wohnten lange dort zusammen und eines Tages nahm ich sie zur Frau. Durch Jarens Hilfe lernte Cherry, antike Ausrüstung herzustellen und zu sprechen. Sie überwand die Grenzen einer Maschine und führte bald intelligentere Konversationen als die meisten Hylianer. Wenn man sie mit einem Morgen grüßte, erwiderte sie, einen schönen guten Morgen, mein Meister und Herr. Andersrum, mein Herr und Meister. Fragte man sie, wo man ein bestimmtes Buch abgestellt hatte, konnte sie die genaue Position im Regal benennen. Bisweilen bat sie ganz höflich, könnt ihr bitte das Feuer der Feuerschale ein wenig anfachen, Herr? Das hieß, ich musste jedes Mal die blaue Flamme vom Welke-Plateau holen gehen, aber natürlich tat ich das gern. Wer könnte nicht von Cherry ganz verzaubert sein, wenn sie mit solcher Liebenswürdigkeit sprach? Doch es gab jemanden, der sich mehr und mehr daran störte, und das war Jaren, meine Frau. Meine Unterhaltung mit Cherry beobachtete sie zunehmend mit Eifersucht. Okay. Es quälte sie, dass ihr Mann so freundschaftlich mit einer anderen Frau umging. Dass ihre Rivalin nur eine Maschine war, spielte dabei keine Rolle. Erst als sie mit Tränen in den Augen ihre Eifersucht zum Ausdruck brachte, verstand ich, was los war. Jaren hatte Cherry zum großen Teil selbst konstruiert, doch nun brachte ihre Kreatur ihr Kummer. Ich beschloss, Cherry die Worte, die ihr Jaren verliehen hatte, wieder zu nehmen. Sie sollte primitiv sprechen wie zuvor. Frauen, ja, aber wirklich.
So löschte ich also den entsprechenden Teil des Speichers in Cherrys künstlichem Gehirn. Jedes Mal, wenn ich den Namen Cherry aussprach, trübte sich Jarens Laune. Folglich verbot ich mir ganz Cherry in den Mund zu nehmen und ersonn die Bezeichnung Chica-Ofen. Kurze Zeit später brachte Jaren einen gesunden Jungen zur Welt, der sehr nach seiner Mutter kam. Wir nannten ihn Gratian und lebten zu dritt, unsere Maschine nicht mitgezählt, hier im Akala-Institut. Inmitten des brüchigen Friedens, den Prinzessin Zelda uns mit ihrem Kampf gegen die Verheerung erkauft hatte. Als Gratian an die 3 Jahre alt war, erreichte uns unerwartet ein Brief von Fräulein Pura. Sie teilte mir mit, dass sie einen Weg gefunden habe, das Stasis-Modul und auch die übrigen Module zu verbessern. Seit unserem Abschied an der Hateno-Festung hatte ich sie nicht mehr gesehen. Jahrzehnte waren vergangen. Ich erinnerte mich daran, dass sie in ihrem letzten Brief von einem Assistenten berichtet hatte. Dieser war aus Kakariko zu ihr geschickt worden, doch sie bezeichnete ihn als absolut nutzlos. Okay. Auch ich hatte keine Zeit, in Frieden vor mich hinzuleben. Ich musste die Erforschung antiker Ausrüstung vorantreiben. Gratian schoss wie ein Pilz in die Höhe, bis er schließlich ein stattlicher Bursche war, der mich überragte. Beim Tragen der blauen Flamme vom Welke-Plateau zum Institut stellte er sich überaus geschickt an. So schlug ich ihm vor, er solle auf eine Reise durch das ganze Land gehen, um seine Fähigkeiten weiter auszubilden. Gratian war immer sehr eigenständig gewesen, dennoch war ich erstaunt, dass er noch am selben Tag aufbrach. Einige Tage zuvor hatte ich bei Fräulein Pura angefragt, ob ich nicht Gratian als Lehrling zu ihr senden könne. Zurück kam ein Brief, in dem nur ein Satz stand, schick niemanden hierher. Ich frage mich, was sie wohl zu dieser Antwort veranlasst hatte. Ja, eine lange Geschichte, eine coole Geschichte, eine, ja, irgendwie weirde Geschichte. Jaren, das ist ein Stein. Da braucht man nicht eifersüchtig sein. Ich muss jetzt erstmal was essen. Uns hat gerade der Blitz so weggefetzt, dass wir erstmal wieder was essen sollten. Was ihr mir einmal verraten könnt, was ich mal gerne wissen möchte, ist, konnte man nicht irgendwo in irgendeinem Reiter Rezepte nachlesen, die man schon mal hergestellt hat? Ging das nicht? Ich meine, davon am Anfang mal was gesehen zu haben. Aber vermutlich vertue ich mich da auch einfach nur. Aber ich meine... Man konnte mal irgendwo nachlesen, was man schon mal alles gekocht hat und die Rezepte dann auch einsehen. Oder vertue ich mich da? Rezept steht da. Ja, wo finde ich die denn nochmal? Bin ich zu blind? Ich habe die vorhin nicht gefunden, als ich die mal gesucht habe. Ach so, ich muss auf das Essen gehen und dann steht da Rezept. Und Finn, wir willkommen im Stream. Hi, schön, dass du da bist. Okay, perfekt. Super. Alles klar, ich wusste doch, ich hatte irgendwas in Erinnerung, dass man Rezepte einsehen konnte. Okay, super, danke. Und danke für deinen Follow, Finn, wir. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, wir ziehen uns erstmal wieder was an hier. Was war das? Das war Klettertempo Plus. Ja, ist okay. So. Aber das Problem ist, es regnet halt immer noch und wir müssen Welke-Plateau, hier müssen wir hin. Von hier aus müssen wir das blaue Licht holen. Aber weil es immer noch gewittert, würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes jetzt erstmal um den Schrein hier oben. Und nach dem Schrein holen wir dann das blaue Licht. Achso, wir können... Nee, so weit ist es nicht. Wir lassen Plötze mal da vorne stehen. Obwohl... Oh. Kommen wir da rüber? Ja, das Problem ist, wir können Plötze eh nicht nehmen. Plötze hat sich in der Fackel festgebackt. Ah, das sollte aber eigentlich klappen, oder? Wir probieren es einfach mal aus.
Mal gucken, ob das klappt. Oh shit, da fliegt schon wieder so ein Wächter lang, ne? Oh, es ist doch weiter, als ich dachte, oder schaffen wir das? Ich weiß nicht. Vermutlich schaffen wir es nicht, ne? So weit ist das nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, es wird knapp, oder? Ich glaube, das wird nichts. Ja, das wird nichts. Ein Kappa. Okay, dann müssen wir irgendwie anders hin. Erneut versuchen. Dippe-dippe-bim. Hätte ja sein können, dass das klappt. Hätte doch klappen können. Huch, was willst du denn? Hi. Tag. Und Katschika. Ich wollte nur Pura von Hatino-Institut nachmachen. Du hältst mich jetzt wahrscheinlich für absolut bescheuert, oder? Ja. Nimm's mir nicht übel, Link. So bin ich halt. Und, wie kann ich dir weiterhelfen? Hä? Du hattest doch ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ich dachte, ich kann dir helfen. Ich bin Jaren. Katschika. Boah, hör auf mit dem Katschika. Also konkret erforsche ich Schreine und so. Link, du musst einen Ort für mich untersuchen. Und zwar das linke Auge des Totenkopfteichs. Ich weiß, dass sich dort ein Schrein befindet, aber der Weg ist einfach zu schwer für mich. Das linke Auge des Totenkopfteichs ist übrigens das höher gelegene. Das rechte Auge liegt tiefer. Das siehst du dann. Okay. Hast du sonst noch Fragen? Wer ist der Typ da? Robilo beschäftigt sich als Forscher mit der Antike. Vor 100 Jahren erforschte er in Schloss Hyrule die Wächter. Robilo und mich uns trennt mehr als ein halbes Jahrhundert. Aber nun ja, er ist mein Mann. Dein Mann? Ganz genau. Wir leiten das Akala-Institut zusammen als Ehepartner. Wir haben übrigens auch einen Sohn. Hast du sonst noch Fragen? Dein Sohn? Ja, einen einzigen Sohn haben wir. Sein Name lautet Gratian. Hast du ihn unterwegs vielleicht getroffen? Nein. Also wenn ja, dann weiß ich es jetzt nicht mehr. Wirklich? Sei freundlich zu ihm, wenn du ihn siehst. Hast du sonst noch Fragen? Nein. Immer gern. Schreine, linkes Auge. Die ganzen Schreine, die wollten wir ja auch mal angehen, ne? Ich weiß, ich sag das jedes Mal und machen es doch irgendwie nie. Aber ganz bald machen wir das, ich schwör. Erstmal möchte ich jetzt, dass es aufhört zu gewittern. Plötze, ist bei dir wieder alles gut? Können wir aufsteigen? Nö. Können wir nicht. Okay. Dann lass uns doch mal schauen. Dann lass uns doch mal schauen, ob wir irgendwie noch hier runterlaufen können, um zu dem Schrein zu kommen. Ansonsten müssen wir den Schrein erst später machen. So. Ich weiß gar nicht, ob wir den Schrein überhaupt jetzt schon machen könnten. Von hier aus ist es ein bisschen näher, was wir fliegen. Es war nicht. Es war schon knapp, ne? Ich weiß aber nicht, ob wir es wirklich nochmal versuchen sollten oder lieber nicht. Warum? Gefrorenes Edelwild? Durch Kälte Stein hat gefrorenes Wildfleisch. Füllt ein wenig deine Herzen auf und kühlt deinen Körper, sodass du Wüstenhitze trotzen kannst. Lag das jetzt an der Waffe, dass der eingefroren war? Warum war der denn jetzt eingefroren? Ein magisches Schwert, das im ewigen Eis von Hebra geschmiedet worden sein soll. Ja, okay. Schwinge es, wenn seine Klinge blau leuchtet, um Gegner einzufrieren. Alles klar. Aber wir sollten das nicht ausrüsten, wegen dem Blitz und so. Geht der Hammer? Der Hammer geht auch nicht. Okay, dann kümmern wir uns um die Steine eher. Obwohl, so schnell könnten wir das eigentlich machen, ne? Oder? Eins. Und dann wechseln wir gleich schnell wieder. So. Dann regen sich die Blitze auch über uns nicht auf, ne?
ist doch, was der Ausdauer gibt. Kann ich, während ich fliege, Ausdauersachen essen? Geht das? Ah, okay. Ja, dann kriegen wir das hin, ne? Ich gehe aber lieber nochmal nach da oben, weil ich nicht weiß, ob die Höhe hier von hinhaut. So. Ups. Müssen wir noch einmal wieder hochlaufen, weil es gerade regnet, können wir leider auch nicht klettern. Oder kommen wir jetzt... Ups. Hä, jetzt kommen wir gar nicht mehr hoch, ne? So eine Scheiße. Dann versuche ich es einmal von hier. Vielleicht klappt es ja auch von hier aus. Und dann sollten wir aber nur kurz vor, bevor wir... Oh nein, lass uns in Ruhe. Nein. 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 So, fliegen wir einfach mal von hier los. Mal gucken, ob das von der Höhe noch hinkommt. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Oh, tatsächlich, man kann einfach pausieren, wenn man im Gleiter ist, okay. Aber ich glaube, jetzt kommt das von der Höhe nicht mehr hin, oder? Ah, ja, wir müssen von oben starten. Oh Mann, ey. Und klettern können wir jetzt auch nicht, weil es regnet, ne? Das bringt zu nichts. Ja. Am besten, ich lasse mich nochmal töten. In der Hoffnung, dass wir da oben wieder spawnen und wir dann von oben lang fliegen können. Ich weiß nicht, ob er unten nochmal gespeichert hat oder nicht. Wenn nicht, dann haben wir zwar die ganzen Steine jetzt verloren, aber dann ist das auch nicht so schlimm. Ich hoffe, wir starten wieder von oben. Nö. Oder? Nö, natürlich nicht. Ah, oder müssen wir hier lang, um da wieder hochzukommen? Mal schauen, wie wir jetzt hier wieder hochkommen, solange es noch regnet. Ich glaube gar nicht mehr, ne? Jo, das sieht schlecht aus. Dann müssen wir jetzt tatsächlich hier warten, bis es aufhört zu regnen. Ansonsten haben wir keine Chance mehr. Ach, es donnert ja noch. Oh. So, wir müssen die Waffe behalten. Sollte aber nicht mehr lange dauern, dann sollte es gleich wieder sonnig werden. Kann man irgendwie meditieren oder so, dass man die Zeit schneller vorbeigehen lässt? Oder geht das nur an Lagerfeuern? Ich glaube, das geht nur an Kochstellen, ne? Oh. Wie konnte man noch mal? Nee. Ups. Wie konnte man noch mal
Gegner anvisieren. Ach, mit ZL, ne? Ja, ich glaube schon. So, Regen, jetzt hör doch mal auf. Und? Hört es auf zu regnen? Warum hört es nicht auf zu regnen? Wie komme ich denn jetzt hier weg? Oder hört es auf zu regnen? Es hört auf zu regnen! Wupp, wupp! Dann versuchen wir das jetzt nochmal. Und dann aber noch nur, dass wir dann halt, oder klettern wir hier einmal hoch, oder nee, wir fliegen rüber und klettern dann den Rest. Ich glaube, das ist jetzt besser. So. Versuchen wir das einfach nochmal. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.